Sehr geehrter Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paladins. Ja, ich habe schon eine Runde gespielt. Also, was heißt hier schon eine Runde? Hä, dann wäre ich nicht so high mit den ganzen Charakteren. Ich habe schon ein Part aufgenommen vor 20 Minuten. Ich muss mal gerade was leiser stellen. Ich melde mich mal kurz dafür. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ich muss gerade meine Jalousie runter machen und dieser Sound ist laut. Die Teile sind schon ein bisschen älter und kaputt und egal. Ich will mich nicht beklagen. Ich glaube, ich habe schon erklärt, rechts und links seht ihr die roten Diamanten und grün, genau, ich bin gut und blau. Da seht ihr, wer schon fertig ist mit dem Laden und wer nicht. Ich war als erst. Ihr drücken. Früher waren das sowas normale Karten, diese epischen da. So. Ich weiß gar nicht, was man gegen die skillen soll. Oh ja, Mief. Nein, bitte nicht. Ach, man sieht sogar rechts, welches Layout die ausgewählt haben. Ja, wow. Zwei Tanks von uns haben noch kein Layout ausgewählt. Und Lex geht auf die Tanks. Gut. Oh, ich muss mal was ausprobieren. Ja, ich habe mir für Groovers einen kompletten Skin zusammengestellt und mir die und die Stimme gezogen und so. Ich bin... Dankeschön! Ich bin mehr oder weniger Woman. Holla die Waldfee. Man. Groover ist cool. Er sagt zwar so richtig langsam und behindert, aber er ist cool. Die haben die Payload? LOL. Nein. Ah, schade. Groover kann übel viel Damage austeilen. Sage ich schon mal. Warte, haben die viel Tanks? Ne, die haben viel Heiler. Ist doch perfekt. Ich liebe dieses Spiel mittlerweile richtig. Am Anfang war es so, du hast permanent auf die Fresse bekommen, wenn du angefangen hast zu spielen. Aber hat sich dann verbessert. Pusht da nicht irgendjemand von uns durch? Ah, er hat mich gesehen. Ich treffe. Der gegnerische Ruder trifft nicht. Ist auch gut. Payload ist euer bestes Schild. Warum? Es kann nicht zerstört werden. Oh, wie geil ich geaimt habe. Tut mir leid, aber das war einfach geil. Alter. Das war ja mal richtig gut. Ja gut, von dem zweiten Tank habe ich nichts gemerkt. Torwald, ja, aber... Von ihr nur am Anfang einmal und am Ende. Am Anfang, als sie mir das Schussfeld zugemöllert hat. Katze spielt Paladins. Gut. 100 Podium wollen gleich mitspielen. Gleich kommt eine Runde, wo ich vermutlich mit einem 5er Premier Team spielen werde oder so.
Und rechts seht ihr übrigens, welche Karten ich geskillt habe und wie viel Coins ich habe. Und ja, ich habe Groover mit 3300 Leben. Mehr als Barrick früher hatte. Ja, Barrick hatte früher nur 2900. Groover hatte ohne Karte mehr. Schon traurig. Und Barrick ist ein Tank. Steht ja eigentlich für Fett und viel Leben, aber... Gegner? Achso, da. Wieso geht man durch so einen kleinen Gang? Es ist so viel einfacher, durch die Kackmitte zu pushen, ne? Du kannst hier einfach deine scheiß Äxte werfen. Als Groover. Aus dir eine hin, da mal eine und machst die ganze Zeit 700 Damage. Und als Groover hält man sich ja passiv, ne? Du klotzt dahin und machst einfach permanent deinen blöden Damage. Es komm. Fuck. Haben wir aber. Komm schon. Gib uns noch die blöde Payload. Haut sie weg. Komm schon. Sollten wir haben. Gib uns noch Rotz doch einfach. Danke. Haben wir eine Kind? Ja, wir haben eine Kindesser. LOL, wie geil habe ich ihn denn weggeaimt? Komm, komm raus aus der Scheiße. Wieso zünden die meisten Wreckers ihren Ulti dann, wenn sie gerade mitten im Kreuzfeuer stehen? Übrigens, Groover muss überhaupt nicht nachladen. Das ist cool, weil er wirft einfach seine Äxte straight durch die Gegend. Ja, gleich kommt wieder Mie von hinten. Achtung, Gestank von hinten. Spring has come. Oh, fuck off. Da hat der Meldamba noch versucht zu klären. Aber das war zu schnell. Gut. Ja, Reckless. Dieser Typ, der farmt einfach einen scheiß Kill nach dem anderen. In der Overtime, deswegen hat er vermutlich Play bekommen. Weil er in der Overtime geklärt hat. Beziehungsweise direkt danach. Das waren die drei gewonnenen Spiele.